Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir sind gerade immer noch auf dem Weg zu einer alten Story-Insel. In der Hoffnung, dass da vielleicht diese Fische sind, diese Bubblefische. Damit wir explosives Pulver kriegen können. Und das brauchen wir, damit wir hier unsere kleinen Tierchen hier lagern können. Und ja, dafür brauchen wir noch knapp 600, 700 Meter, bis wir da sind. Kann ein Weilchen dauern, aber ich hoffe, wir schaffen es. Vor allem, warte mal, wir brauchen aber dafür auch wieder einen neuen Bogen. Hier haben wir Steine. Müssen wir hier hin. Wir haben nicht genug Planken für einen neuen Bogen. Warte mal, ganz unten können wir noch mal schauen, ob da vielleicht ein paar Planken drin sind. So. Muss ein bisschen leiser machen für mich. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich gut hört. Ob ich noch vernünftig zu hören bin, zu verstehen bin. Aber für mich war das jetzt doch ein bisschen zu laut. Neuer Bogen. Und Munition brauchen wir auch noch Planken. Boah, ich liebe aber bisher dieses Glück. Dieses glücklich. Ich finde, das ist schon geil geworden. Ich bin am Überlegen, ob ich die Fenster hier nicht vielleicht falsch gemacht habe, dass sie vielleicht hier und hier hätten sein gehören. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Was ich auch am Überlegen bin, ist vielleicht hätten wir hier so eine halbe Dings machen sollen. Und hier auch. Und dass es dann die Treppe nach hier hin geht. Dass wir dann so hier drauf und dann so. Hätten wir vielleicht auch machen können. Wäre auch cool. Aber naja, jetzt haben wir es erstmal so. Und können dann vielleicht später auch nochmal umbauen. Anders überlegen. So, weg damit. Nein! Nein, 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 wo ist das? Leere Plastikflasche da. Das falsche weggeschmissen auch noch. Aua. Von denen schnappen wir uns noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Dümmste passiert mir immer nur, wenn ich dieses Lied höre. Die dümmsten Sachen. So, die Farbe müsste auch fertig sein. So, können wir gleich noch mal ein bisschen weiter färben. Immerhin, jetzt haben wir ein anderes Lied. So, und weg damit. So, Kunststoff brauchen wir auch gerade nicht. Ah, es ist aber auch noch Nacht. Wenn wir pennen gehen, fällt mir gerade auf. Okay. Das wird interessant beim Aufstehen, wenn der Dach, wenn der Dach drüber ist. Es gefällt mir aber gerade auch gar nicht, dass das permanent hier am Ruckeln ist, das Spiel. Es liegt am Spiel tatsächlich. Es liegt jetzt nicht daran, dass OBS nicht läuft oder mein PC. Es ist tatsächlich das Spiel, das bei mir am Ruckeln ist. Aber auch nur, wenn wir irgendwie so einen Bereich erreichen, wo eine Insel ist. Und wir sind ja wahrscheinlich schon in der Nähe, in der Reichweite einer Insel. So, das können wir gleich wegschmeißen. Wir müssten aber auch mal anfangen, hier das Obst hier mal zu dezimieren. Komm, Kokosnuss haben wir so viele.
Wir fressen jetzt einfach das, bis Magen voll ist. Ja, wir sind auch schon gleich da. Nein, nicht Bogen. So, der gehört mir. Und jetzt können wir weiter Kokosnüsse fressen. Die müssen wir jetzt gleich sehen können. Da ist die schon. Da ist die Insel. Aber wir haben auch unten noch ein bisschen was zu tun, weil wir hier noch einen Pinsel haben. Müssen wir hier noch ein bisschen weiter färben. Ah, da komme ich so nicht dran. So. Okay. Und dann hier. Und das war's. Also erstmal mit Salzwasser füllen. Und hier. Also wie weit ist die Insel jetzt? Das ist das Falsche. Aber egal. Dann gehen wir halt da nochmal rein. Beziehungsweise nicht wirklich rein, sondern eher... ich meine dann eher wahrscheinlich, dass wir da nach den kleinen Fischis suchen. Also warte, hier die Kartoffeln können wir reinpacken. Und die Rüben. Stein. Achso, wir können ja wieder Steinpfeile machen, ne? Wir schwimmen einmal drumherum und dann schauen wir mal, ob wir da diese Bubblefische noch finden. 5293. 5293, ja. Okay. Ansonsten müssen wir nochmal zu einer anderen Insel gehen. Wir schauen noch mal, wie das jetzt unten hier aussieht, was Müll betrifft. Okay, Planken haben wir jetzt erstmal wieder ordentlich was. Plastik müssen wir noch mal nachfüllen, weil wir ein bisschen Plastik jetzt verloren haben. Palmblätter aber nicht. Oh, das müsste reichen. Hier, hallo, hier runter. Das müsste jetzt reichen. So, dann bauen wir eben noch mal ein bisschen Holz hier irgendwo hin. So. Dann lagern wir den Rest erstmal hier so zwischen. Das hier zum Beispiel oder das Holz. So, Wasser müssen wir jetzt erstmal wieder genug haben. So, warte. Genau. Anker haben wir gelegt, also schauen wir mal, ob hier die Fische sind. Das ist der falsche Fisch. Du bist nicht der Fisch, den ich haben will. Ansonsten können wir auch hier nochmal reingehen und gucken. Hier gab es doch auch, glaube ich, irgendwo explosives Pulver. Und Schrott auf jeden Fall. Können wir auch nochmal sammeln. Einmal Schrott nachfüllen, auffüllen.
Komm, so. Boah, erschreck mich nicht, Drecksviech. So, immerhin. Immerhin gibt's Fleisch. Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Ja, Kunststoff brauchen wir nicht. Aber da, Schrott. Kiste aufnehmen. Erdbeerpullover. Nice. Mal gucken, vielleicht finden wir hier doch noch irgendwie was, was mit explosivem Pulver zu tun hat. Weil schon Ewigkeiten her, wo ich das letzte Mal hier war. Wir gehen erstmal da weiter. So. Schrott machen wir auf jeden Fall erstmal voll. Damit wir ein bisschen wieder was davon auf Vorrat haben. Weil Nägel werden wir definitiv jede Menge brauchen. Und Schrott ist schon mal ein bisschen schwerer aufzutreiben als hier Plastik oder so. Okay. Das Geräusch ist von oben, glaube ich. Oder der ist irgendwo hier zwischen den Wänden. Nee, das war das noch nicht. Da müsste die Treppe gewesen sein, ne? Jo. Komm, wir gehen erstmal hier lang. Okay, hier werden wir jetzt noch nicht angegriffen. Komisch. Ich kann mir noch gut erinnern, dass wir hier angegriffen wurden. Aber ich hätte jetzt wirklich gerne lieber diesen Fisch gehabt. Aber vielleicht gibt es hier wirklich noch irgendwo eine Truhe mit diesem explosiven Pulver. Ich höre das Viech. Den Lurker. Hier, nochmal eine Kiste. Nice. Silber Smoothie, Gemüsesuppe. Aber kein Schrott. Ne, dahin gibt es nichts mehr. Komm, dann gehen wir mal hier wieder runter. Geht's noch mal hoch, aber hier hinten waren wir jetzt noch gar nicht. Also in diesem Durchlauf, sag ich jetzt mal. Hier gibt's auch nichts mehr. Schade. Da haben wir einen. Toll. Autsch. Oh, toll. So. Wo ist denn der andere, den ich jetzt verbraten habe? Hier. Also hier können wir ja nicht rein. So, die Truhe hatten wir ja auch schon gelootet. Na, ich hoffe mir irgendwie ein bisschen zu viel, glaube ich. Komm, das essen wir jetzt mal. Und das auch. Hier haben wir wieder eine Kiste. Nice. Und nochmal ein bisschen Schrott.
Ich glaube, ich erhoffe mir hier wirklich ein bisschen zu viel. Ach, hier waren wir gerade. Sonst gab es hier nichts, ne? Dann gehen wir hier mal hoch. Da haben wir den nächsten. Toll. Autsch. So, jetzt war's das mit dem. Aber wenigstens kriegen wir ein bisschen Fleisch. Dum 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 dum. Waren wir nicht hier? Doch, wir waren hier. Ja, dann gehen wir hier mal wieder hoch. So, den will ich denn haben. So, nice. Hallo. Ich will den looten. Hallo? So, jetzt hat's funktioniert. 4 Fleisch haben wir schon mal. Und dann gebe ich hier nochmal rein. Und nochmal. Aber explosives Pulver haben wir noch nicht. Okay, wo ist denn der? Wo ist der Lurker? Ich habe ihn doch gehört. Ah, ist dunkel geworden. Bestimmt hier oben, ne? Bauplan Motor, auf dem haben wir ja schon, aber und Lenkrad. Und da haben wir noch eine Kiste. Ja komm, wir schmeißen die beiden mal weg. Genauso wie Kokosnusshähnchen. Und dann Glas, Barbecue aufnehmen oder zum Barbecue, Metallbahn. Komm, wir trinken mal die. Weg damit. Ja. Was haben wir hier? Überreste. Pilzomelett. Was machen wir? Kommen wir. Wir trinken mal das. Oder warte, wir schnabulieren mal die Kokosnüsse. Und die Kartoffeln. Können wir das nehmen und das nehmen. Oh, sieht das schön aus, wirklich. Nice. Von der anderen Seite verschlossen. Wie, die Tür haben wir vergessen aufzumachen. Jetzt hänge ich hier fest. Das habe ich geschafft zu vergessen. Okay, aber im Grunde hat es sich jetzt für uns nicht gelohnt, hier nochmal herzukommen. Vielleicht sollten wir doch nochmal zur Bäreninsel. Vielleicht waren die da. Aber irgendwo hatten wir auf jeden Fall die diese Bubblefische gehabt. So, was haben wir jetzt eigentlich alles? Wir haben 44 Schrott eingesammelt. Und ich hoffe, Boris attackiert uns nicht.
So, dann nach oben. Und hier auch nochmal nach oben. Ah, ein kleines bisschen nach links. Haben wir? Wir haben 0 Planken eingesammelt. Okay, schade. Aber wir gehen mal schlafen. ...95 Tage schon. Okay, krass. Und schon mal die Sachen hier einlagern. Hier waren die Rezepte. Was haben wir hier? Barbecue? Haben wir Barbecue? Barbecue haben wir schon. Was haben wir da? Kokosnusshähnchen. Kokosnusshähnchen haben wir zum Beispiel noch nicht. Aber das haben wir, also können wir den wegschmeißen. Und hier in der Lebensmittelkiste. So, gegarte Rüben. Hier können wir das hier einmal so voll machen. Das mal voll machen. Und hier mal mit dem Glas hin. Jetzt haben wir Glas auch schon endlich mal voll. Und den Metallbutton. Die Bolzen hier rein. Den Bogen hier rein mit den 11 Pfeilen. So. Dann machen wir noch mal ein paar Nägel. Und können die hier erstmal auch noch zwischenlagern. So, und auch noch die hier rein. Jetzt brauchen wir noch Planken. Jo, aber wir haben ordentlich was zu essen und trinken hier jetzt. Also, erstmal unten schauen. Wie sieht's aus? Ja, okay. Aber wenigstens eine Planke. Das heißt, wir können oben nochmal eins hinbauen. So. Und dann würde ich sagen, wir machen nochmal Kurs auf 0373. Oder? Vasagatan waren wir jetzt gerade, dann Balboa Island 0373. So. 0373. Dann Kurs auf Balboa Island. Obwohl, kommen wir müssen nicht sofort dahin. Ui. Fast hätten wir den verpasst. Aber immer noch nicht genug Holz. Aber wir können nochmal Farbe machen. Schön. So, dann tauschen wir mit den beiden. Und nochmal Pflanzen wässern. Und Planken rein. So, 3 Stück kriegen wir gleich wieder. Aber das Schiff wird schon ein heimliches Zuhause. Dauert halt ein bisschen, aber wir haben wieder ein Fass übersehen. Aber ich kann selber kaum glauben, dass wir es geschafft haben, ein Schiff zu bauen. Also ein richtiges Schiff. So,
bisschen was zu essen. Achso. Mit dem können wir uns nicht satt machen. Okay, schade. Bin am Überlegen, was mache ich jetzt erstmal? Weil Fässer kommen gerade keine. Und wir brauchen Holz. Jede Menge. Wir brauchen wirklich sehr viel Holz. Oder ich würde sagen, das überlegen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!